Willkommen bei Triebwerk. Willkommen in Tim Schricks Wohnzimmer. Wir sind hier wieder am Bilsterberg und ich habe heute Besuch von Walter Röhrl. Ich werde jetzt mal da mitfahren und ich bin sicher, ich habe einiges zu lernen. Servus. Servus Tim, grüß dich. Hi. Alles klar? Ja, hervorragend. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist der Öffner. Ach so. Was haben wir denn hier für ein Auto? Ja, das ist also im Prinzip ein Fahnerauto, weißt du. Das ist aufgebaut auf dem G-Modell mit einem 4-Liter-Motor. 4 Liter? Viele Teile vom modernen Getriebe, ne? 6-Gang-Getriebe, also etwa 1000 Kilo. Also ist ein richtiges Auto zum Spaß haben. Der Röhrl mal 911 von Dietz Classic ist speziell auf den zweifachen Rallye-Weltmeister zugeschnitten und leistet 376 PS und 420 Newtonmeter. Bei einem Leergewicht von unter 1000 Kilo. Als Fleißarbeit durfte sich dann Walter Röhrl genau 911 Mal auf der Karosserie mit seiner Unterschrift verewigen. Türen aus Kohlefaser unterstreichen die kompromisslose Gewichtseinsparung. Weiteres Diätpotenzial wurden bei Innenlackierung, Dichtmasse und Unterbodenschutz umgesetzt. Und sogar der Kabelbaum musste 3 Kilo abspecken. Alles nur für ein Ziel, weniger Gewicht und mehr Leistung. Ja, wir rollen einmal rum. Kilometer und 19 Kurven warten. Eine ernstzunehmendere Persönlichkeit als Walter Röhrl ist mir persönlich nicht bekannt. Und für mich ist das immer eine Riesenehre. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein total feiner Kerl, mit dem man einfach auf Augenhöhe sich über Sachen unterhalten kann. Also. Doch auch der Bilsterberg hat für einen Meister so seine Tücken. Also hier weiß ich immer noch nicht, wie ich fahren soll. Ich auch nicht. Dabei würde es die gefürchtete Mausefalle ohne Walter Röhrl gar nicht geben. Es handelt sich hier um Walter Röhrl. Er ist 75, aber die Präzision, die er hat beim Fahren, die finde ich einfach unfassbar. Wie präzise der an diesen Begrenzungspfählen vorbeifährt, die ja hier 150 Tacken kosten, wenn man sie ummäht. So dran vorbei. Und ich mir denke, und präzise Linie und so weiter, da bin ich ein bisschen ein Schlachter dagegen. Der Röhrl mal 911 in der Hand des Meisters steht für Fahrkultur auf höchstem Niveau. Das ist schon laut, schon sehr laut. Was? Ich verstehe nicht. Es war ein bisschen laut in dem Auto. Ein 4 Liter luftgekühltes Aggregat. Wenn du so Bauteile starr verschraubst, bedeutet das, dass du eine Geräuschübertragung von allen Geräuschen, die dieses Ding von sich gibt, mechanischen Geräuschen, voll überträgst in den Innenraum. Das heißt, allein das Ding steht im Leerlauf und du lässt nur die Kupplung los, Getriebe im Leerlauf, dann hörst du, wie unfassbar laut die Getriebeeingangswelle in diesem Getriebe rumklötert, weil dann diese Losräder da drauf, das macht einen Lärm, dass du denkst, hier ist alles kaputt. Da fallen dir die Ohren ab. Dir fallen einfach die Ohren ab. Also so richtig. Ist aber ganz gut. Ich wohne an so einer Straße und ich werde immer wach von den Autos. Ich glaube, da habe ich mir jetzt ein bisschen selber geholfen.
hier lohnt es wahrscheinlich nicht, ganz nach außen zu fahren. Das lohnt sich nicht, da ganz nach außen zu fahren, weil du dir dann hier die Straße ausgeht, ne? Fahrst du da schon auch da ziemlich weit innen, ne? Ich fahre da innen und bremse eigentlich da, so wie du in Kurve 1. Ich bremse gerade rauf und setze ihn dann um. Und wenn ich da driften will, fahre ich von Mitte und kann dann dieses Ausfedern benutzen. Wenn du schnell fährst, bist du eigentlich auch innen. Und einfach Auto umsetzen, ne? Ja, aber so ist schön. Aber es ist doch lustig, wie viele verschiedene Linien das hier gibt. Ja, Walter, das ist schon länger her, dass ich bei dir mitgefahren bin, aber ich muss sagen, das hat an Faszination noch nicht eingebüßt. Das ist ja auch großartig. Unglaublich. Jetzt schauen wir mal, was das neue Auto. Ja, das ist ja hier mit dem Manta-Kit, mit diesem Aero. Jawohl, absolut. Ein Porsche 911 GT3 zählt traditionell zum Schärfsten, womit man eine Rennstrecke unsicher machen kann. Doch Haustuner Mantai will den GT3 noch schneller, dynamischer und leichter machen. Deshalb kommt der MR mit Leichtbaufelgen und einem breiteren Carbon-Heckflügel daher. Die Verkleidungen an den Hinterrädern und weitere Luftleitelemente sollen die Aerodynamik zusätzlich pushen. Innenraum und Motor bleiben von den Mantai-Tuning-Maßnahmen verschont. Die Geldbörse nicht. Ab 38.000 Euro geht's los. Das Besondere ist, dass wir hier einen MR GT3 haben. MR steht für Mantai Racing. Und dass das ab jetzt nicht mehr quasi, man kauft keinen GT3 und bringt ihn zu Mantai, sondern man kann ihn gleich so bestellen und kriegt ihn so über sein Porsche-Zentrum ausgeliefert. Schön leise. Wahnsinn. Wie im Röhrl mal 911 arbeitet im GT3 ein 4-Liter Sechszylinder Boxer Saugmotor. Das ist so schön hier der Ausgang über die Kuppe. Das Genie auf Rädern hat nichts verlernt. Ich konnte mir die ganze Zeit sagen, es handelt sich um Walter Röhrl. Und dann weißt du einfach, na gut, das wird schon irgendwie hinhauen. Ne? Du siehst aber Kameraleute irgendwo stehen und du bolst auf diesen Kameramann zu, der nicht hinter der Leitplanke ist. Und du denkst dir, oh, ich muss mal langsam bremsen, den kenne ich doch. Wie mühelos damit schnell bist. Das ist unglaublich. Das ist jetzt einfach nur ein zügiges Rollen. Ne? Ja, ja. Unglaublich. Wenn du hier durchrollen kannst, das ist unglaublich. Unglaublich. Das ist ja noch nicht mal jetzt mit, sag mal, da sind ja jetzt immer noch 5, 6, 7% Sicherheitsreserven drin. Ja, ja, du bist absolut. Intergalaktisch schnell. Einfach nur so dahin rollen, weißt du. So. Unglaublich. Das ist auch für mich inzwischen vielleicht bedingt durch mein Alter. Welches Alter? Ja, dass ich so richtig pushen will. Das gefällt mir, weißt du, so smooth dahin. Und schön präzise. Ja. Flowing, das ja, ist ja total. Ja, aber das ist geil. Okay, wenn es einmal regnet, ist es auch Spaß, ja, quer zu fahren. Ja, ja, logisch. Ist aber echt schön. Ne? Ich fahre echt ungern mit, aber bei dir kann man echt gut eine Ausnahme machen. Ja, das sind natürlich zwei Welten hier, ne? Von dem zu dem, das ist unglaublich. Ne? Das ist, und beides hat einen unheimlichen Reiz, sowohl der wie der, also beide, das sind, machen süchtig. Da gibt's das, das ist so ein Filetiermesser und das ist mehr so eine Axt, eine dicke Axt. Da musst du ein bisschen hinlangen, ein bisschen rustikal. Und das ist ganz... präzise. Ganz elegant alles. Ja, ist unglaublich. Aber beeindruckend. Die Axt ist angerichtet. Alles klar. Jetzt musst du bei mir mitfahren. Ja, ja. Ich finde das natürlich sehr bewundernswert, weil wenn ich Walter Röhrl wäre, würde ich mir denken, ich fahre genau bei keinem mit. Könnte er ja auch machen. Deswegen hat mich das sehr geehrt, dass ich mit ihm hier so ein bisschen rumbolzen durfte. Die Kupplung kommt ziemlich aggressiv.
Oh ja. Noch lächelt die Rallye-Legende. Doch der Röhrl mal 911 braucht erstmal Temperatur und anschließend eine kundige Hand. Total. Ja. Also wenn in so einem klassischen Elfer sitzt, dieses Auto, was wir da haben, der hat keine Schwungmasse, der hat eine Mini-Kupplung, ein kleines Schwungrad, einen Zwischengasstoß, du schaltest zurück und das geht. Was der für einen Tipp auf der Vorderachse hat. Ja. Beim Schalten musst du das Timing drauf haben. Du musst dich total konzentrieren, dass du den beim Zurückschalten nicht überdrehst, dass du beim Zurückschalten nicht zu viel Bremsmoment erzeugst mit dem Zwischengas, dass das alles passt. Gleichzeitig sitzt Walter Röhrl neben dir. Überall stehen Kameraleute und die Strecke hat keine Auslaufzonen. Und du willst gleichzeitig aber auch, willst ja nicht wie deine Mutter fahren. Oder dein Vater. Erwecken. Am Anfang dachte ich, dass der hinten so, der macht erstmal so und dann weißt du nicht, was passiert. Ja, aber der bleibt dann stabil. Ja. Wahnsinn. Schön, ja. Unglaublich. Danke, Walter. Das war gut, dass du mich nicht geschlagen hast. Jawohl, nee. Aber das. Die ist noch Auto fahren, ne? Oder? Wahnsinn. Da musst du noch fahren. Boah. Jetzt werden wir gefahren. Ja. Er macht es schon ganz gut, ne? Also gibt es keine Diskussion nicht. Und das weiß man ja, dass er da weiß, dass man das Lenkrad in zwei Richtungen drehen kann und damit fühlt man sich dann ganz wohl. Jetzt geht's im Mantai GT3 mit 510 PS und 470 Newtonmeter auf die Strecke. Wie das Auto um die Mittellage schon einlenkt, ne? Ah ja, das ist unglaublich. Das ist so einsteigend. Schnell wir hier durchfahren, ne? Ja. So 20% schneller als mit dem Alten. Ja, ja. Und es passiert noch gar nichts, ne? Wenn du mit dem Auto so auf 95% fährst, einfach nur eine saubere Linie zügig rollen lassen, wie unfassbar schnell du schon damit bist. Auch selbst mit diesen Semislicks, die jetzt noch mal weicher sind und so weiter, immer noch eine traumwandlerische Fahrbarkeit. Dass ich mir denke, eigentlich ist es schwer zu verstehen, wie das geht. Vor allem, wie ruhig der hier bleibt. Ne? Ja. Mit dem alten Elfer hast du ungleich viel mehr Einflusssachen, die dich vollballern. Dass, wenn du aussteigst, du denkst, ich glaube, ich muss mal eben kurz alleine irgendwo sein. Das ist bei dem Auto viel weniger. Aber ich meine, das Auto ist ein absoluter Endgegner in Sachen Performance. Das hat der Mantai GT3 auch auf der Nürburgring-Nordschleife mit einer 6,55 unter Beweis gestellt. Unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Das ist einfach echt. Schwer zu verstehen, wie das gehen soll, ne? Dass das so fährt. Ja. Mit 170 hier über die Kuppe. Ja, glaube ich.
Ja, vor allem, du bist schon, du merkst, du bist schon in der Nähe des Grenzbereichs. Du kannst noch nachkorrigieren, obwohl du auch noch leicht auf dem Gas stehst. Das war bei keinem Elfer wirklich. Ne? Das Auto kann alles. Du kannst nachlenken, du bist in der Nähe des Grenzbereiches, hast auch das Gas schon angelegt, kannst trotzdem nochmal nachlenken. Einfach, weil durch die Einflussnahme auf die Stabilisatoren das einfach möglich ist. Der Manta GT3 beschert Tim einen unvergesslichen Tag am Bilsterberg. Ja, war eine gute Erfahrung wieder mal. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin ja ein unheimlicher Hosenscheißer normalerweise, aber wenn ich da daneben sitze, merkst du, der hat es im Griff, die Technik ist alles perfekt, also unglaublich. Selbst im Grenzbereich, das ist unglaublich. Danke, Walter. Spaß gemacht. Danke dir. Mach weiter so. Ja, ich versuch's.